Arbeit bei dem Turm, Bruder. Wir senden jetzt auf der Frequenz und können den Menschen die Wahrheit sagen. So, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Ich habe eben in der Aufnahme gemerkt, ich bin ein bisschen laut. Ja, ich bin ein bisschen laut gewesen. Habe ich aber jetzt geändert. Und was wollte ich? Ach ja, das wollte ich nochmal ein bisschen hochstellen. Fell an, Baumrelief, ja, Umgebung. Wir haben sowieso nicht so viel Wasser, daher stelle ich mal das Wasser auf hoch. Wir haben so kaum Wasser in der Nähe. Ja, dürfte gehen. So, im Hintergrund rendert gerade die erste Folge. Ich bin mal gespannt, wann die zu Ende ist. Beziehungsweise wann das Rendering zu Ende ist. Nein. So, fahren wir nochmal mit dem Quad. Es ist der Himalaya, da muss man ein bisschen aufpassen. So, also heute geht's zur Kriegsfolge. Mal ein bisschen Action hier reinbringen. Zuckelt irgendwie so, ey. Das ist echt scheiße. Ich nehme mal den Weg da. Ja. Warum schießen die auf den Adler, bitte? Würde mich jetzt mal brennend interessieren. Ich höre ihn aber. So. Dann schauen wir mal, was da bei dem Dorf los ist. Ein Adler! Ein Adler! Da! Back here! Es ist nur ein Adler, Bitches. Ein dummer Vogel ist das. Also irgendwie müssen die echt doch nochmal die Treiber verbessern. Es ist zwar schon definitiv besser, aber irgendwie immer noch nicht so. Tut mir leid, wenn ich hier dauernd rumstelle. Ich mach's jetzt einfach mal ein bisschen niedriger. Das sieht echt gleich ganz anders aus. War hier nicht Krieg? Hier war doch was. Ah, Mann, wie ärgerlich. Da waren Meerschweinchen oder sowas drin. Gut, wir haben nur das A auf der Scheißkarte markiert. Also geht's zum A. M für Map, das ist immer noch geblieben. Los geht's. Nilpferde habe ich gerade gesehen, gibt's hier krank. Wow, Vorsicht. Hier gibt's gar kein... Ah ne, warte, die Quads in Far Cry 3 hatten auch keine Musik, gell? Nee, glaub nicht. Revierkämpfe! Nicht gut. Ah! So.
Mein Quad. Scheißbaum. Ah! Ist ja gut. Hallo. Echt jetzt? Alter! Da rammel ich die Karre kurz an und die geht gleich aggro. Fuck, die folgt mir. Ist ja gut. Ich hab... Chill! Alte, chill! Chill! Was? Alter! So, jetzt hat die Tastatur es auch angenommen. Super. Was geht mit denn der ab, ey? So, jetzt geht's zur Alten. Ey, Oma! Bin zu Hause. Sobal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Hallo. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat. Ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. So, so. Der Wolfsbau. Triff dich mit Kanan, das ist da unten. So. So, da hinten ist es. Uah. Uah. Also die Fahrsteuerung, die Physik ist echt... Ich höre die Wölfe schon. Ey, Kollege! Fuck. Kollegin! Hallo! 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 Ja, hallo! Amita schickt mich. Anscheinend haben sie... irgendein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Hättest du aber auch mal sagen können, Olle. Super, wir haben neuen Pfeil und können gleich mit Wölfen kämpfen. Das ist super. Da hinten ist der erste. Geier. So. Okay. Ah. Der hat schon ganz schön Feuer. Muss man ein bisschen aufpassen. Gehen. So, gib mal her. Danke. Die wird Wolfsfell.
Zweimal. So, schön drauf achten, ob hier noch irgendwo einer ist. Das waren noch lange nicht alle. Da wurde jemand getötet. Da muss ich hin. Aber ich glaube, ich springe mal, weil hier ist noch ein Schatz. Da unten bei dem Schiff. Altes Geld. Eine Granate. Sehr schön. Wir nehmen natürlich alles mit. Hey! Ah, die haben Angst vor Wasser. Na? Ins Auge. Naja, fast. Super, die Pfeile kriegen wir automatisch zurück. Da oben ist noch was. Das nehme ich gleich noch mit. Schon 10 Minuten wieder. Also Folgen gehen ja echt schnell rum, muss ich sagen. Aber ist gut so, weil das ist ein Zeichen, dass das Spiel Spaß macht. Oh, musst du da drinnen sein jetzt? Die Musik, die macht mich gerade so krank. Es ist voll kalt hier im Zimmer. Wir haben den ganzen Tag gelüftet und ich war weg. Oh. Kollege, nein. Böser Wolf. Beutetasche voll. Jetzt ist er voll. Oh, der liegt ja süß da. Was? Durchsuchen nicht möglich, Beute voll. Na gut. Ach so. Da liegt eine Leiche. Ich glaube, ich soll den in die Luft jagen, ne? Brandpfeile ausrüsten, Sprengpfeile. Hm, ich halte mal Q gedrückt. Okay. Oh. War's das? Ja. Na, so ein Zufall, dass hier so ein Quatsch steht, ne? Oh, hey, ein Wolf. Jetzt nicht mehr. Finde ich aber geil, dass die sich auch Territorium und so streiten, also Revierkämpfe und auch reißen. Cool gemacht. Ah! Hey, Olle. Ah! Bin da. Hab den Job erledigt. Jetzt hockt sie hier und trinkt. Ich glaub's nicht. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut.
Ich habe diese Fälle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Hm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Jawohl. Dankeschön. Der Wolfsbaum-Mission beendet. AJ, geh zu Longinus, wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des Goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus zickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. Gut, dann geht's jetzt zu Longinus. Mit, was ist das denn? Wie geil ist das Ding bitte? Und es ist auch Musik. Hier gibt's wieder auch Musik in Far Cry. Das Ding hat sogar eine Handbremse. Ich guck mal auf der Map. L. Ach Gott. Hier ist Abby Ray Runner und ich habe ein Mündchen zu rufen. Ich bin Pagans Propaganda-Lein. Ehrlich, das ist doch Müll. Im Ernst, wer schreibt den Dreck? Braucht man dazu einen Abschluss, in Scheiße schreiben? Das muss ein deprimierender Job sein. Aber tausende Male immer und immer wieder denselben Rotz zu verzapfen. Ja. Pagan ist toll. Pagan ist super. Pagan ist ein fantastischer, goldener Gott, der Sekt pisst und Kaviar scheißt. Wisst ihr, wenn ich Kaviar kacken und Sekt pinkeln würde, würde ich Folgendes tun. Ich würde das Zeug in Kisten und Flaschen abfüllen und zu einem guten Preis an reiche Säcke verkaufen. Das wäre doch großartig. Und dann würde ich einfach alles in den Dreck stopfen und dafür sorgen, dass ich immer scheißen und pissen kann. Finde ich geil, das Radio. Das wäre doch super. Aber ich wollte ab. Pagans Propaganda, zurück dazu. Pagans Propaganda nervt. Ah, du nervst auch, halt's mal jetzt. Weil jemand rumläuft und die Sender auf diese Frequenz hier einstellt, damit ihr meine. Danke. Und wer auch immer das ist, vielen Dank dafür. Wisst ihr, als ich mit dieser Show angefangen habe, waren nur ich. Ah, Gottes Willen, ey. Oh ja, da gibt's Krieg. Und wir sind nur mit Bogen ausgerüstet. Oder? Scheiße. Hm? Was schießt denn hier so? Willkommen. Digga. Ja. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sauschmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siege. Was? Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würdet ihr wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder
Sprüche. Sprüche 19:11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, sofort. Was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg, Scheiße. Es ist... Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Verrückter Kerl. Gut, Banapur wird angegriffen. Nix wie hin. Wo ist unser treues Gefährt? Los! Gib Stoff! Motherfucker! Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Halt's Maul. Sie war nie glücklicher als damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Ne? Es ist zu spät. Ich hab's versucht, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Ich werde dich töten, Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt von dem hohen Thron von Pagamin irgendwie gegen den Widerstand treffen, beziehungsweise wir sind jetzt beim Widerstand und wollen Pagamin stürzen. So habe ich das Gefühl jetzt. Was you don't say? So. Ach du Scheiße. Okay, wo sind die kleinen Schweine? Ich komme hier gar nicht durch. Heiß! Das war geplant. Ich konnte mich gar nicht bewegen in dem Moment. Haben die das geändert? Ich bin hier, Sabah. Wie kann ich helfen? Verdammt, bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Ich werde alles und jeden töten, der mir im Weg steht. Der brennt. Ich brenne. Ja, ist gut. Ich brenne permanent. Wieso brenne ich denn permanent? Okay, bleib in Deckung, hat er gesagt. Dann mache ich das mal. Ich muss so wieder in Far Cry reinkommen. Ich bin hier, Sabah. Wie kann ich helfen? Verdammt, bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Gut. Was haben wir denn für Waffen da? Nichts. Die Waffe ist, um echt zu sein, eher was. Jetzt kommt der Arsch mit der Shotgun wieder. Och, komm mal jetzt. Was ist denn los? Oh shit, schon 25 Minuten. Ich muss dringend die Folge beenden. Ich bin hier,
Isabel. Wie kann ich helfen? Gut, dann mache ich das mal in der nächsten Folge. Vielleicht komme ich dann weiter. Was ein Scheiß. Ja. Okay, die Folge war der größte Mist, gebe ich zu. Aber das wird sich hoffentlich bessern. Was war das denn eben jetzt zum Schluss? Das war ja gar nichts. Wiederum, ich habe auch nicht so die beste Waffe, ne? Na gut. Gucken wir mal in der nächsten Folge. Vielleicht kriege ich es dann besser hin. We have a party waiting for you. Awesome.